die Wirkung des Nervenpunkts NOE 9. Im Laufe des Videos lernst du, wo genau der Nervenpunkt NOE 9 sich befindet und wie du ihn zur Selbstverteidigung nutzen kannst. Du lernst verschiedene Trainingsdrills und Anwendungen kennen, damit du wirklich einen Nutzen im Training vom Nervenpunkt NOE 9 für dich hast. Und abschließend zeige ich dir noch, wie du deinem Trainingspartner blaue Flecke nach dem Training ersparst. Bleib also unbedingt am nachfolgenden Video bis zum Schluss dran, damit du keine der nachfolgenden Informationen verpasst. Vorab, warum ist es denn jetzt so wichtig, sich mit dem Nervenpunkt NOE 9 zu beschäftigen? Nicht jeder Mensch reagiert gleich, wenn es um die Wirkung von Druckpunkten geht. Was sich für dich aber ändert, ist, dass deine Techniken unweigerlich effektiver werden, dadurch, dass du dir Wissen aneignest rund um die Funktionsweise des menschlichen Körpers. Kraft und Ausdauer sind nun mal nicht alles, um effektiv kämpfen zu können. Wie sonst ist es denn möglich, dass ältere Lehrer, Sifus oder Meister sich gegen jüngere Schüler verteidigen können, beziehungsweise wieso sind sie denen überlegen? Der Nervendruckpunkt NOE 9 bietet eine tolle Möglichkeit, wenn es darum geht, sich selbst zu verteidigen. Dieser Nervenpunkt erzeugt bereits so intensive Schmerzen, er kann so intensive Schmerzen bewirken, dass ein Angreifer durchaus komplett aufhört, weitere Angriffe auszuführen und das, ohne dass er dabei K.O. gehen muss oder einen körperlichen Schaden von sich trägt. Seine Wirkung, also die Wirkung des Nervendruckpunkts NOE 9, besteht nämlich in erster Linie darin, den Oberarmmuskel, das heißt den Bizeps, zu manipulieren. Und das kannst du auf zwei verschiedene Arten nutzen. Nämlich einmal, wenn du den Punkt geschlagen hast, kann durch die Reizung des Nervs also durchaus dazu beitragen, dass derjenige den Arm nicht mehr beugen kann. Beziehungsweise kannst du andersherum auch, wenn dich zum Beispiel jemand gegen die Wand drückt, den Punkt dafür nutzen, um die Beugung des Arms zu provozieren. Der Nervendruckpunkt NOE 9 befindet sich mittig auf dem Bizeps am Oberarm. Du kannst ihn lokalisieren, indem du deine gestreckten Finger auf den Punkt bringst und von unten gegendrückst. Anhand der Reaktion deines Trainingspartners kannst du also wieder wahrnehmen, ob du den Punkt wirklich lokalisiert hast. Alternativ kannst du eine Faust ballen und nutzt den Knöchelchen vom kleinen Finger, der dann relativ spitz ist, und baust über diesen Bereich Druck auf, um die Wirkung eben nochmals auszutesten. Am Anfang solltest du den Punkt im statischen Training üben. Im Fokus sollte dabei besonders die Treffgenauigkeit stehen. Du kannst ihn anfänglich mit verschiedenen Körperwaffen trainieren, um die Treffgenauigkeit zu steigern. Mit Körperwaffen meine ich deine Hände, deine Fäuste, deine Ellbogen oder andere Bereiche, die aus deinem Körper über die Knochen hervorstehen und besonders spitz sind. Sobald du ein gutes Gefühl durch das Training erreicht hast, kannst du den nächsten Schritt machen und erweiterst dein Training auf zwei verschiedene Möglichkeiten. Variante 1, du gestaltest dein Training einfach dynamischer. Das bedeutet, dass du in dem Training auch deine Reaktion und ebenfalls die Zielgenauigkeit trainierst. Die zweite Möglichkeit ist es, dass du zu dem Punkt weitere Folgetechniken einbaust. Denn beim Nervendruckpunkt NOE 9 gilt, dieser Druckpunkt ermöglicht es dir, ein Zeitfenster zu eröffnen, in dem du weitere Folgetechniken ausführen kannst, um dich selbst zu verteidigen. Da es während des Trainings durchaus unangenehm sein kann und dein Trainingspartner durchaus Schmerzen verspüren kann, die etwas länger gehalten sind, solltest du nach dem Training unbedingt dafür sorgen, dass es ihm besser geht, sofern er Beschwerden hat. Konkret reden wir da von den Reanimationstechniken. Hierzu machst du eins, du nutzt deine ganze Hand und verteilst durch leichtes Klopfen die Fläche, die gereizt ist, und vergrößerst sie. Anschließend massierst du den besagten Bereich aus und abschließend ziehen wir die Energie entlang am Arm in Flussrichtung des Meridians ab.
Das Ganze wiederholst du so oft, wie es nötig ist. Und wichtig ist, dass du dabei mit deinem Trainingspartner durchaus einfach drüber sprichst. Geht's dir gut? Fühlst du dich okay? Alles in Ordnung? Ja, bitte. Genau, okay. Sollte er an der Stelle Nein sagen, naja, dann hast du halt einfach noch ein bisschen zu tun und machst das Ganze Schritt für Schritt. Klopfen, ausmassieren und abziehen. Genau. Wenn dir die Infos also aus dem Video gefallen haben und du bist jetzt bereit dazu und sagst, jawohl, ich möchte gerne noch mehr wissen zum Thema Druckpunkte erlangen, dann nutze die Gelegenheit jetzt und melde dich über den Link, der in der Beschreibung vom Video hinterlegt ist. Und dann können wir darüber sprechen, wie ich dir dabei helfe, die Ziele und das Wissen rund um das Thema Druckpunkte zu vermitteln. Dein Robert von Blue Dragon.